Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie sich bei Google AdWords anmelden können. Sie können dies ganz konventionell machen, indem Sie den Verlauf hier von Google wie vorgeschlagen verfolgen. Das hat den Vorteil, dass Google Sie durch die Anmeldung führt und den Nachteil aber, dass Sie dann auch direkt Ihre Kontodaten eingeben müssen. Wenn Sie also verhindern wollen, dass Sie Ihre Kontodaten eingeben und erst einmal testen möchten in Google AdWords, dann können Sie hier geführte Einrichtungen überspringen angeben. Wenn Sie dann den Anmeldeprozess durchlaufen haben, bekommen Sie eine Übersicht über Ihr Konto. Sie haben hier auf der linken Seite eine Menüleiste mit unterschiedlichen Optionen. Zunächst einmal eine Übersicht mit Ihren Klicks, Impressions, durchschnittlichen Kosten pro Klick und die Kosten insgesamt. Wichtig ist hier, dass Sie hier auch immer sehen können, dass Sie einen unterschiedlichen Zeitrahmen eingeben. Das bedeutet, wenn Sie also einen längeren Zeitraum betrachten möchten, dann sollten Sie das hier einstellen. Oftmals kommt es zu Irritationen, weil eben Neulinge, sage ich mal, in Google AdWords dann irritiert sind, dass sie noch gar nichts ausgegeben haben oder dass eben noch keine Klicks oder Impressions erfolgt sind. Das liegt dann oftmals daran, dass man diesen Reiter hier noch nicht entsprechend eingestellt hat. Sie haben dazu eben einmal den Reiter Werbechancen. Hier werden Ihnen von Google unterschiedliche Möglichkeiten angezeigt, wie Sie Ihre Anzeigen und Kampagnen noch verbessern können. Das ist durchaus sinnvoll, das einmal zu machen. Bisher ist das hier auch ein Test-Account und dementsprechend sind hier eben noch keine Angaben hinterlegt. Kampagnen, Anzeigengruppen, also Sie sehen, hier haben Sie eben dann die Möglichkeit, über alle Reiter hinweg auch noch einmal Anpassungen vorzunehmen, auch die Zielseiten anzupassen und so weiter. Das Ganze, dieser Seitenbaum ändert sich, je nachdem, was Sie gerade ausgewählt haben im Bereich des Google AdWords-Kontos. Aber das hier sind so die wichtigsten Einstellungsoptionen. Sie können sich hier auch entsprechend erst einmal orientieren und bekommen nach und nach eben auch einen Überblick über das ganze Thema. Dies insbesondere dann, wenn Sie zum ersten Mal eine Kampagne erstellen, dann sehen Sie also schon einen großen Funktionsumfang von Google AdWords und das ist auch etwas, was wir in einem weiteren Tutorial ja besprechen, also wie Sie eine Kampagne erstellen.